Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich bin heute in meiner Diamondback Explorer unterwegs, denn die hat ja seit dem letzten Update 2.3 eine deutlich höhere Sprungreichweite bekommen. Takeoff procedure complete. Clear for departure. Ja, ich lasse mal kurz ausreden, da kommt gleich noch was. Oder? War's da schon? Gut, jedenfalls. Flight Control now offline. Da. Goodbye. So, das wollte ich hören. Hier ist doch ein Commander unterwegs. Moment, ich schau mal eben, wer von euch eventuell hier noch ist. Da. Commandant Fragdeep. Aha. Okay. So, jedenfalls habe ich versucht, die Diamondback Explorer mit dem 5er Upgrade für die erhöhte Sprungreichweite für den Frameshift-Antrieb auszustatten. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich könnte den 4er Upgrade machen, brauchte für den 5er dann Arsen. Da bin ich ja auf dem Planeten im System rumgeflogen in Kuhn und habe Arsen gesucht, habe auch 9 Mal gefunden. Hatte dann aber nicht mehr genug. Moment, ich zeig's mal eben. Moment. Hä? Okay, jetzt geht's. Es hing gerade einfach bloß. So, jetzt ist wieder alles richtig. Ich hatte dann allerdings nicht mehr genügend FSA-Datencatch-Ausnahmen. So, und chemische Manipulatoren, da habe ich noch 5 da. Arsen ist noch 7 Mal da, davon hatte ich bloß noch 2. Jedenfalls brauchen wir wieder mal FSA-Datencatch-Ausnahmen. Eigentlich gar nicht so schwer, die Dinger zu bekommen. Das Problem ist bloß, doof wie ich natürlich bin, habe ich die Diamondback Explorer irgendwann mal genau für diese Dinger gekauft und im Jameson Memorial in der Faunus World habe parken lassen, da dort immer sehr viel Betrieb ist. Und es einfach sehr viele Sogwolken gibt, die man scannen kann und wo man dann, aus denen man dann diese Datencatch-Ausnahmen bekommt. So, nun bin ich hierher zu Elvira, habe vorher noch mal ein bisschen rumgeschraubt am Schiffsfitting und habe den Sogwolken-Scanner irgendwie ausgebaut. Das heißt, das Schiff hat gerade keinen, wofür es eigentlich gedacht ist. Jedenfalls fliegen wir jetzt mal ganz kurz zurück in die Founders World. Ich kaufe dort einen Sogwolken-Scanner und dann sind wir dann eh direkt an der richtigen Station, an der ich das immer sehr gern gemacht habe mit dem Scan der Sogwolken, um halt die entsprechenden Daten zu bekommen. Ja, und dann würde ich nochmal zurückfliegen und nochmal versuchen, ein bisschen was rauszukitzeln. Also wir können locker noch zwischen 6 und 11% mehr an optimierter Masse für den FSA rauskriegen. Da würde nochmal einiges mehr zusammenkommen, denn derzeit sind wir bei 50 bis 54 Lichtjahre Sprungreichweite. Das ist eine ganze Menge. Und wie gesagt, da kann noch ein bisschen mehr rauskommen, denn es gibt eine Region in unserer Galaxie, nicht nur den Beagle Point, den ich immer noch versuche, so ein bisschen zögerlich, allerdings gerade mit der ASP anzusteuern, sondern genau das andere, und zwar oberhalb. Ja? Mal versuchen, so hoch wie möglich zu fliegen. Das hatte ich mal mit der ASP vor, da hatte ich das mit den Ingenieuren aber noch nicht so raus, da war das, glaube ich, gerade ganz frisch. Da könnte man noch nicht diese enormen Sprungreichweiten erreichen. Und jetzt, nach Patch 2.3, seitdem halt die Diamondback Explorer eine deutlich höhere Sprungreichweite nochmal an sich bekommen hat, ist jetzt das Schiff, was am zweitweitesten springen kann. Zumindest für einen Einzelsprung. Vor ihr ist halt nur die Anaconda, dann die Diamondback Explorer und an Platz 3 leider nur die ASP Explorer. Ich wünschte, das wäre ein bisschen andersrum. Die ASP Explorer meinetwegen knapp hinter der Anaconda, aber von mir aus dann ein Stückchen mehr vor der Diamondback Explorer. Naja, was soll's. Ja, ist ja nicht weiter tragisch. Aber fliegen wir auch mal wieder das Schiff. Das Schiff hat derzeit noch die Black Friday Lackierung, deswegen ist die schwarz. Entschuldigt, ich habe es gerade wieder ein bisschen im Hals. Ich habe hier einen Tee neben mir stehen. Wenn ich mich mal kurz räuspern oder husten muss, entschuldigt bitte schon mal im Vorhinein. Irgendwie war es im Urlaub doch viel zu windig und zu frisch. Ich glaube, da habe ich das einfach mit hergeschleppt. Geht jetzt schon seit ein paar Tagen. Aber jetzt ist es noch mal ein bisschen schlimmer geworden. Und schon wieder, guck mal an. Wieder ein weißer Zwerg. Und übrigens, jetzt ist es auch, jetzt habe ich es auch bestätigt gelesen, tatsächlich das 10-fach höhere an Geld gibt es jetzt für gescannte erdähnliche Planeten, Wasserwelten oder terraformierbare Planeten. Also deutlich mehr als vorher. Das 10-fache, das ist total abgefahren. Und finde ich echt gut. So. Mal kurz
noch ein Stück weg, bevor wir hier abhauen. So. Tjo, denn es gibt nämlich auch Passagiermissionen, bei denen man eher nach oben oder nach unten innerhalb der Galaxie fliegen muss, also nicht bloß weit weg. Entschuldigt, sondern halt auch mal nach oben oder nach unten von uns aus gesehen, also in die Vertikale. Und da steht schon immer da, dass man da ein bisschen drauf achten muss, dass das Schiff dafür auch ausgestattet ist. Und das geht meines Erachtens nach nur mit einem gut ausgestatteten FSA-Antrieb, der halt auch gepimpt ist, um da doch relativ leicht durchzukommen. So, das kleine Problem, hier passt nur ein 4er Treibstoffsammler rein, also gar nicht so viel, aber der Tank an sich ist schon ein bisschen größer. Also man kann schon ein paar Sprünge machen, das ist okay. Und ich hoffe ja, wir haben dann 5 Versuche, wenn ich 2-mal die FSA-Datencatch-Ausnahmen sammle oder vielleicht 3-mal. Ja, das ist insgesamt 9 Stück, 7-mal Arsen habe ich noch. Und diese chemischen Manipulatoren, die bekommen dann aus Transportschiffen. Die könnten wir vielleicht mit der Korvette oder ja, mit einem anderen Friedensschiff mal einsammeln. Entschuldigt. Deswegen, Moment. Kurz am Tee genippt. Deswegen fanden jetzt in den letzten paar Tagen auch keine Livestreams statt, weil ich das einfach nicht durchgehalten hätte, irgendwie 1,5-2 Stunden am Stück zu quatschen, ohne dann andauernd husten zu müssen. Das wird dann nämlich im Laufe der Zeit, je mehr ich rede, mehr, desto... Deswegen konnte ich überhaupt allgemein ein bisschen wenig aufnehmen in letzter Zeit. Ja. Mal schauen. Ich habe jetzt, übrigens, wen das vielleicht interessiert, ein paar gucken es ja, das finde ich ganz geil. Lego City Undercover habe ich jetzt abgedreht. Das ist komplett, das ist beendet. Nicht zu 100%, so viel Zeit habe ich echt nicht mehr in meinem Leben. Aber die Story ist durch und die war bis zum Ende fantastisch. Das ist fertig. Mass Effect Andromeda läuft immer noch verhältnismäßig gut. Bin ich auch sehr zufrieden. Es sind immer so 50 bis 70 mal 80 Leute, die da mal reinschauen. Das freut mich sehr. Und ja, mal gucken, was jetzt im Mai noch so rauskommt. The Search kommt hier raus. Das ist ja der, wie soll ich es denn mal nennen, so der geistige Nachfolger von The Lords of the Fallen. Also dieser kleine deutsche Dark Souls Klon war, der mir nicht so gut gefallen hat. Da habe ich ein Let's Play gemacht und nach Folge 13 habe ich nicht nur das Gamepad, sondern auch alles andere in die Ecke geschmissen, weil es mir so auf den Sack ging. Jedenfalls The Search, das sieht ganz gut aus, kommt irgendwie am 16. Mai raus. Muss ich mal schauen. Ja. Ich finde andere, ich verfolge ja selber einige andere Leute hier auf YouTube, die so ein bisschen Gameplay machen oder was anderes. Und, hey Boogie, grüß dich. Vielleicht mache ich einfach mal immer nicht nur Livestreams halt zu Elite Dangerous, ich habe ja auch schon andere Livestreams gemacht zu anderen Spielen. Sondern mach halt auch mal, ja, vielleicht zu The Search einfach mal einen Livestream und schauen da mal zusammen rein. Dass ich es vielleicht nicht als Let's Play bringe, so wie jetzt hier Elite Dangerous oder Mass Effect oder Lego City oder irgendwas anderes, halt jeden Tag eine Folge oder alle 2 Tage eine Folge, sondern einfach mal so ein Livestream, immer mal so 1-2 Stunden und dann mal in andere Spiele reinschauen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Für mich persönlich zocke ich gerade, da habe ich lange überlegt, ob ich da ein Let's Play zu machen, aber das hätte ich dann zeitlich wieder überhaupt nicht gebacken gekriegt. So nebenbei für mich habe ich jetzt mal Prey angefangen. Ich habe wirklich auch sehr lange überlegt, ob ich es mir überhaupt zulegen soll. Da ist ja mit dem eigentlichen Prey von damals 2005, 2006 schon eine ganze Weile her, auf jeden Fall über 10 Jahre, nichts mehr gemein hat. Oder nicht mehr so viel, aber ich muss sagen, ich habe jetzt so 2 Stunden mal reingespielt in den letzten Tagen. Es gefällt mir schon sehr gut, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich habe mir auch viel Gameplay angeguckt, immer mal irgendwo reingesprungen, angeguckt und es macht einen sehr guten Eindruck bisher auf mich. Und als Let's Play hätte ich es einfach nicht gepackt. Übrigens, wer sich fragt, warum von Outlast 2 keine Let's Play Folgen mehr kommen, da hatte ich ja plus 2 hochgeladen. Während der Aufnahme für Folge 3, da war ich schon so 40 Minuten in der Aufnahme und innerhalb dieser 40 Minuten, da habe ich auch mal so Stundenaufnahmen gemacht in den ersten beiden Folgen, das wollte ich auch so beibehalten, dass das bloß maximal 10 Folgen fürs gesamte Outlast 2 Let's Play wird und nicht mehr. Jedenfalls,
innerhalb der ersten 40 Minuten Aufnahme von Part 3 von Outlast 2 ging mir das Spiel dann tatsächlich so enorm gegen den Strich, dass ich dann für mich entschieden habe, das einfach sein zu lassen, denn Outlast 1 war super. Das war noch alles neu, man hatte auch diese Kamera, mit der man halt vieles aufzeichnen musste und um die sich halt mehr oder weniger alles gedreht hat. Und man musste da noch immer mal wegrennen von einem fetten großen Gegner. In Outlast 2 gibt es das auch. So, und in besagter Folge 3, 40 Minuten war ich schon drin in der Aufnahme, gab es 4 Stellen, an denen ich einfach nur immer wieder sinnlos wegrennen musste, weil der Typ übelsten Schiss vor irgendeinem Scheiß hatte. Und es war einfach, mich hat es genervt. Ich hasse diese sinnlose Gameplay-Mechanik. Die erzeugt bei mir kein Horror, kein Grusel, nichts. Mich hat das so angekotzt, wirklich. Das war nicht schwer. Das ging auch zum Überleben oder so. Aber als Gameplay fand ich das so schrecklich, dass ich mir dachte, nee, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und habe es dann echt abgebrochen. Deswegen, wer sich vielleicht fragt, warum dazu keine Folgen mehr kommen, genau aus dem Grund. Und ja. Jedenfalls sind wir jetzt hier endlich mal angekommen im Jameson Memorial. Moment, ich fahre mal runter. Hangar betreten. In der Zeit können wir hier nochmal rumschauen. Gibt es denn eigentlich neue Community-Events? Jetzt habe ich schon überlegt vorher, mit was ich die Zeit vertrödeln kann, in der wir hierher springen. Jetzt habe ich ja doch ein paar Themen gefunden. Um einfach mal auch mal vielleicht was anderes anzuschneiden. Okay, gibt noch nichts Neues. Was ist das hier? Geologieausrüstung, Mikroflecht, Kühlschläuche, Baufabrikatoren und so weiter. Nö. Nee. Machen wir nicht. So, Ausrüstung. Ich bräuchte einen Sogwolkenscanner, der dürfte in den Werkzeugen zu finden sein. Ein Sogwolkenscanner. So, da könnte ich ja... Was hat denn der für... Der hat 3,5 Kilometer, der hat 4 Kilometer. Da brauche ich mal den B ein. Das passt, das ist okay. So, jetzt habe ich den Sogwolkenscanner drin. Ja, ich habe eine neue Feuergruppe. Ich weiß. Dann packen wir den mal mit rein. Und dann fliege ich jetzt hier einfach raus und suche mir die Sogwolken zusammen. Das geht ganz easy. Aber die FSA-Datencatch-Ausnahmen, auch da, naja, so mediumprächtig. Lassen die sich dann scannen. Also es geht, es ist nicht, dauert nicht zu lange. Ich hatte damals dann mal relativ viel Glück, dass ich ein paar Aufeinanderfolgen gefunden hatte. Na gut, schauen wir uns die Sache einfach mal an. Und jetzt müssten wir leider bloß warten, bis hier so Wolken auftauchen. Noch ein besserer Tipp wäre, das im Open zu machen. Im Open ist hier so viel los. Habe ich auch eine Weile dann immer mal gemacht. Das ist hier eigentlich nur so von Sogwolken wimmelt. Da kann man dann ununterbrochen die ganzen Sogwolken scannen. So, wir warten einfach mal kurz. Das müsste jetzt auch hier gehen. Ich bin gerade in der EliteDangerous.de Gruppe und auch da haben sich, Gott sei Dank, ich hatte ja noch Probleme, als 2.3 rauskam, wegen der Freundesliste gab es damit Probleme, dass je mehr Freunde in der Liste waren und in derselben Gruppe gespielt haben, desto weniger oder desto mehr ging dann die FPS nach unten. Jetzt haut es wieder hin, rechts unten. Alles läuft wieder stabil, bin ich sehr zufrieden. So, da ist eine FSA-Sogwolke. Hohe Energie. Ja, düsen wir mal hin. Die hat auch ein leichtes Antriebstuning. Grad 2 war das, glaube ich. Grad 1 oder Grad 2 bekommen. Das konnte die Frau Martuk machen. Für mehr hat es nicht gereicht. Also die kann auch bloß Grad 1 oder Grad 2. So, dann drückt man die Daumen, dass wir heute noch ein paar bekommen. FSA Datencatch-Ausnahmen. Ach hier, beim Arsensammeln habe ich einmal Taphiit gefunden. War eine legale Bergung, könnte ich mal hier verkaufen. Bringt 20.000 so im Schnitt. So, überhaupt habe ich auch Niobium einiges gefunden. 25 Stück dabei. Quecksilber habe ich auch dreimal gefunden. Also 9 Stück, auch super. Und ja. Ach guck mal, jetzt steht da unten nicht mal Kapazität, sondern Capacity. Hat sich doch was geändert beim Patch. So, na gut. Ach halt. Das ist ja weiter oben. Ach, ich bin doof.
das ist natürlich hier. Da kann ich lange suchen. Dafür ist da Catch-Ausnahmen, genau. Da sehr selten. Qualität 5 und ja, 3 Stück haben wir durch Zufall direkt bekommen. Ja, wenn das jetzt noch zweimal klappt, dann kann ich schon wieder zur Matuk zurückfliegen und nochmal versuchen, die Reichweite zu erhöhen. Atypische FSA, Störaufzeichnungen. So, ja, oder? Ah, da kam was rein. Oder raus. Braucht man gar nicht so weit fliegen. Und atypische FSA-Störaufzeichnung. Nein. So. Ihr könnt auch die Schiffe nebenbei scannen. Könnt ihr auch schöne andere Sachen für die Ingenieure sammeln. Wieso kann ich denn den... Ah, okay. Den könnte ich jetzt gerade nicht mehr scannen. Den Typ 9 Transporter oder was das war. Dafür aber die Sogwolke. Das bekommt ihr häufig, das war auch beim letzten Mal schon so, als ich hier eine Weile rumgeflogen bin. Wieder atypischer. 29. Ja, da könnte ich mal ein paar rausschmeißen. Damit da wieder ein bisschen Platz drin ist. So. Da werden wir nochmal ein paar bekommen. Außergewöhnliche verschlüsselte Emissionsdaten. Entschlüsselte Emissionsdaten. Ich gehe mal so auf 20 runter, dann kann ich von allen ein bisschen mehr mitnehmen. 22 ist okay. So, gibt es eine neue? Nö, noch nicht. So, da kam gerade jemand rein, oder? Raus? Ne, da kam jemand rein. Müssen warten, bis die Leute wegspringen. Eine schöne, entspannte Sache. Kann man vielleicht immer mal am Abschluss von irgendeiner Spielsession machen. Wenn man halt so Sachen für die Ingenieure noch am Zusammensammeln ist oder überhaupt. Sorry, oder überhaupt noch relativ frisch im Spiel ist und einfach nur keine Daten weiter hat. Jedes Schiff, was euch so über den Weg fliegt, einfach mal mitscannen. Für irgendwas kann man das schon gebrauchen. Und vor allem, wenn halt der Container, halt, da ist irgendwo einer, sind sogar zwei. Wenn der Container noch nicht gut befüllt ist mit Daten oder Material, ihr nehmt erstmal alles mit, was ihr so finden könnt. Wegschmeißen kann man immer noch. So, hinter uns ist irgendwo ein Commander reingekommen. Wahrscheinlich mit der Corvette hier oben. Schauen wir gleich mal nach, wer das ist. Sogar hier oben noch eine. Ah, da können wir direkt zwei scannen. Super. Die bleiben auch nicht ewig. Da muss man sich ein bisschen beeilen. Die gehen nach einer Zeit halt auch weg. Ist ja logisch. Also so ein paar Minütchen halten die schon. Ich glaube so 2-3 Minuten. So. Wieder atypische. Na gut. Vielleicht die Sogwolke nochmal. Drückt die Daumen. Wäre nicht schlecht, wenn wir noch einmal bekommen könnten heute. Und? Ah, seltsame FSA-Zielorte. Ist das denn selten? Seltsame FSA-Zielorte. Qualität 3. Also nicht. Also nur ja, medium selten. Das sieht auch ganz geil aus. Das finde ich immer super. Habe ich auch irgendein Bild. Ich glaube von eines der Livestream-Bilder. Vorschaubildchen. Sieht so ähnlich aus. Wo so die Sonne gerade so ein bisschen über den Planeten scheint und die Atmosphäre so rot schimmert. So, wen haben wir denn da? So, der Corvette. Chris Weasel von der UGC ist hier unterwegs. Oh. Bei der jungen Eislinge. Am Hocharbeiten.
scanne jetzt einfach mal ein paar Schiffe. Hab nur keine Daten dabei. Entschlüsselte Emissionsdaten. Ja, auch die gibt es da wahnsinnig oft. So, na, vielleicht also eine Sogwolke würde ich jetzt noch mitnehmen, sei denn es taucht gleich Nummer 2 gleichzeitig auf. Da war doch direkt eine. Theoretisch würde ja eine nochmal reichen, dann hätten wir 6 und dann könnte ich auch 6 mal. Ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, ob ich chemische Manipulatoren 5 oder 6 mal dabei habe. Ich glaube 6 mal. Fünfmal. Okay, ja gut. Chemische Manipulatoren. So, komm schon. Ach komm, eine nehmen wir noch mit. Was soll der Geiz? Halt! Hinter uns ist noch einer aufgetaucht, den nehmen wir auch noch mit. Anormale FSA-Telemetrie. Schade. Am besten ihr nehmt euch, also es muss ja nicht eine Diamondback Explorer sein für solche Geschichten. Am besten ein Schiff, was ein bisschen schnell ist. Vor allem, wenn man das direkt vor der Station macht. Ihr habt ja gesehen, manche sind ja mal 10, 12 Kilometer weit weg. Wenn die hinter der Station reinkommen oder rausfliegen. Und? Wieder atypische. Ach komm, eine noch. Ja, die Station ist schon wieder relativ weit weg. Bisschen ranfliegen. Oh, wer kam rein oder wer fliegt raus? Ist es die Corvette vom Chris Weasel? Ne. War is Peace. Wer nennt denn? Kommandant Pick 7. War is Peace. Schöner Name für eine fette Corvette. Super. Fettes Corvette-Treffen. Mit der Corvette habe ich auch schon ein paar Mal hier drin gestanden. Das sieht immer schön aus. Na, man trifft dann doch Leute, selbst in der Elite Dangerous.de Gruppe. Ich glaube, ich hatte es bloß mal in einem Livestream gezeigt. Ich zeige es mal ganz kurz, bevor wir Feierabend machen. Oh, Moment. Mal annehmen. Quatsch. Hier drüben sieht man das. Elite Dangerous.de Gruppe, mittlerweile 2337 Mitglieder, als ich das letzte Mal reingeschaut habe. Waren es exakt 2300. Also sind schon wieder einige dazugekommen. Ach komm schon, eine. Hier ist noch ein Typ 7 Transporter. Vor allem die Transporter immer mal scannen, wenn da welche unterwegs sind. Die können auch seltene Sachen haben für die Ingenieure. Anormale Massen. Scandaten zweimal. Gestörte Schildzyklen. Irgendwas. Edda. Nichts. Noch eine Orca. Jobster. Auch nichts. Na kommt, eine nehmen wir jetzt noch mit. Das ist eine Sogwolke. Ach verdammt, jetzt ist sie weg. Entweder hatten wir die vorhin schon, oder ich war jetzt einfach zu langsam. Habt ihr auch nicht eher gesehen. Keine mehr. Na gut. Ihr habt gesehen, wie es geht. Wer welche braucht. So einfach kann es sein. Wir hatten jetzt Glück, dass wir einmal welche bekommen haben. Und ich suche mal noch mindestens 2. Da haben wir 9. Und vielleicht habe ich ja Glück und es läuft gerade gut. Und es kommen noch ein paar mehr Sogwolken, dass wir noch mehr bekommen. Ja, natürlich noch besser. Jetzt kommen aber gerade viele Orcas rein. Davon fliegt noch eine. Die fliegt aber gerade leicht neben die Stationswand. Ah, hier Scan-Datenbank unter Verschluss. Das ist so eine Geschichte. Da war ich eine Schild. Einsatzanalysen, auch relativ selten. Jedenfalls, Scan-Datenbanken unter Verschluss braucht ihr auch sehr häufig. Gerade auch für einen Ingenieur. Ihr wisst, wie lange das mal bei mir gedauert hat, wer sich daran noch erinnert. Das hat Stunden gedauert, ey. Stunden im Supergrußgang. Was ist denn hier los? Noch eine. Beluga-Liner.
Ja, dann scanne ich halt die Schiffe hier noch ein bisschen nebenbei, wenn keine Sogwolken kommen. Na gut, das war's von mir für heute. War ein bisschen, ja, entspannter mal. In der nächsten Folge geht's weiter. Womit, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich auch mit der Diamondback, wie wir die dann pimpen fahren, in der Hoffnung, dass es klappt. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Verdammte Scheiße. Entschuldigt tausendmal. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Start in die Woche heute am Montag. Und ja, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.